Servus und willkommen zurück bei der Innerworld 2. Heute hier im Gespräch mit einem der skurrilsten Videogame-Charaktere ever, dem an die Mühle gebundenen Seilbahnführer, der uns nichts über Windmönche erzählen will, weil wir anscheinend nicht würdig genug sind. Aber schauen wir mal. Woher kommen die Windmönche denn? Nun, sie haben in einem Kloster ganz in der Nähe von Altaspen gewohnt. Es waren Waisenkinder, die dort von ihren Eltern ausgesetzt wurden. Was hinter den Mauern dort passiert ist, kann ich dir auch nicht sagen. Sie sind weitestgehend unter sich geblieben. Aha, okay. Habt ihr schon mal einen Windmönch gesehen? Nicht in Wirklichkeit. Meine Eltern haben oft Essen zum Kloster gebracht, wie es Tradition war. Ansonsten hat man nachts nur immer ein seltsames Leuchten gesehen, das um das Kloster herumgezogen ist. Manche sagen, es wäre ein Geist gewesen. Das Leuchten hat viele Schimpfwörter von sich gegeben. Okay. Ich habe gehört, Altaspen soll die schönste Stadt in ganz Asposien sein. Ganz wunderschön. Es ist auf jeden Fall die älteste. Höchste Philosophenarbeitslosigkeit in ganz Asposien. Viele philosophieren auf der Straße. Schrecklich. Ich selbst war Hypernihilist. Du verstehst? Die Lehre der absoluten Sinnlosigkeit? Ich habe mit 1 bestanden, nachdem ich meinen Professoren erklärt habe, dass ein Studium eigentlich komplett sinnlos ist, da wir eh alle sterben werden. Allein und nackt. Wenn man es verhindern kann, nicht. Nur nebenbei. So. Seid ihr in Altaspen aufgewachsen? Ja. Es war eine trostlose Kindheit. Aber die Stadt soll doch so schön sein. Voller asposischer Kultur. Aber das sind längst vergangene Tage. Als die Asposer noch im Einklang mit dem Wind lebten und das Wurzelbier noch umsonst war. Erinnert ihr euch noch gut an diese Zeit? Als das Bier umsonst war? Nein, an keinen einzigen Tag. Aha, das Bier war umsonst. Na gut, Wie komme ich denn nach Altaspen? Gute Frage. Nur mit der Seilbahn. Aber die ist kaputt. Na, in dem Fall wirst du wohl hier bleiben müssen. Aber ich will nach Altaspen. Das geht nur mit der Seilbahn. Aber die ist kaputt. Na, in dem Fall wirst du wohl hier bleiben müssen. Aber ich will nach Altaspen. Das geht nur mit der Seilbahn. Aber die ist kaputt. Na, in dem Fall wirst du wohl hier bleiben müssen. Aber ich will nach Altaspen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine verdammte Pest bist? Oh ja. Heute? Naja. Kann man die Seilbahn nicht einfach reparieren? Man könnte viele Dinge tun. Oh ja. Aber ihr wollt nicht. Nein! Zu schrecklich sind die Erinnerungen an den Tag des Unfalls. Oh, das tut mir sehr leid. Ja, ich muss immer wieder daran denken. Zum Beispiel, wenn ich einen schrecklichen Unfall sehe. Das ist verständlich. Ja, ich besitze auch noch das erste und letzte Ticket von der Jungfernfahrt. Ich hasse es. Ich wollte es verbrennen, aber da hatte ich mich schon angebunden. Soll ich es euch vielleicht lieber abnehmen? Ja, nimm es. Hinfort damit. Dankeschön. Das brauche ich. Gut, können wir noch... Hallo? Es wäre mal schön, wenn du mal den Namen sagen würdest. Danke für das Ticket. Aber es ist schon abgestempelt. Umtausch und oder Rückerstattung kostenpflichtig ab dem ersten Geltungstag. Okay. Na dann, viel Spaß noch. Den werde ich haben. Hui. Ach, so ein freundlicher Herr. So, dann nehmen wir das wieder raus. Den auch. Und gehen wieder rein. Dass mir das nicht nochmal vorkommt.
Entschuldigung. Entschuldigung. Können wir mit unserer Wolle... Nö, können wir nicht, haben wir keine mehr. Oh, wie hübsch. Auf dem Fließband werden die Wollmäuse vollautomatisch verarbeitet. Ja, schön. Können wir, also offensichtlich hat sie nichts gegen uns. Können wir mal mit ihr reden? Hallo? Hallo? Wer bist du? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Oh nein, lass mich raten. Ich heiße... Nichts sagen. Fängt dein Name mit einem M an? Nö. Nein, Robert. Fängt er mit einem P an? Nö. Robert. So spielt man nicht. Fängt dein Name vielleicht mit S an? Oh Mann. Robert. Ist dein Name vielleicht Robert? Ja. Ha, jetzt rate meinen. Molly? Großer Gott, das stimmt. Wirklich? Oh. Gut, Molly, erzähl mal etwas über dich. Was machst du hier? Rate. Nichts? Stimmt. Der Job hier sieht ziemlich langweilig aus. Wie vertreibst du dir die Zeit? Gar nicht. Alles hier ist öde. Das Kaffee ist öde, die Fabrik ist öde und du kannst dir in deinen ödesten Träumen nicht ausmalen, wie öde Wolle ist. Ein bisschen. Kleines bisschen. Hey, wenn dir so langweilig ist, hast du Lust, was zu spielen? Oh ja! Ja, tausendmal ja! Okay, hast du ein Lieblingsspiel? Oh meine Güte, ich bin so aufgeregt. Spielen wir fangen. Aber du darfst doch hier bestimmt nicht weg. Oh, stimmt. Spielen wir Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was? Lore, Wollmaus, Brücke. Oh, oh nein, du meinst den Pausenlautsprecher. Oh, ist das aufregend? Die hat wohl nicht viel Ansprache. Ja, ich meinte Wollmaus. Ich wusste es, ich habe gewonnen. Wuhu, das ist der beste Tag meines Lebens. Oh wow. Oh mein Gott, tut mir leid. Hier in der Nähe gibt es doch eine Seilbahnstation. Ja, genau. Wo willst du denn hin? Ach, ich will eigentlich nirgendwo weg von hier. Aber ich muss... Ja, wir müssen alle ab und zu Sachen tun, die keinen Spaß machen. Das steht auch auf dem Stadtwappen. Vollingen ist ein Pfeiler der asposischen Gesellschaft. Ja, ich meine, es ist doch wie Conroy sagt. Wo würden wir denn hinkommen, wenn jeder immer nur das tun würde, was ihm Spaß macht? Jeder wäre glücklich und würde nett und zufrieden sein. Die Welt wäre wahrscheinlich erfüllt von glücklichen Asposern. Ganz genau. Ja, kannst du dir das vorstellen? Alle wären zufrieden, wie Idioten? Wo kommen wir denn da hin? Ja. Hat keiner jemals versucht, die Seilbahn zu reparieren? Nein, die Leute hier mochten die Idee von Anfang an nicht. Ich meine, dann könnten ja einfach alle abhauen und was von der Welt sehen. Obwohl ich genau das passende Werkzeug hier habe, um sie zu reparieren. Ah, ja? Ah, das ist gut zu wissen. Tatsächlich. Du hast also Werkzeug für die Seilbahn? Alles hier. Sag mir nur, was du genau brauchst. Alles. 9 Elfer, 3/4 Zöller. Ich habe bestimmt 1000 verschiedene Schraubendreher. Schön. Ich kenne mich mit Werkzeug nicht so aus. Lass es, Junge. Das kann doch nur schiefgehen. So ein Blödsinn. Okay, zeig mir einfach das Gewinde, dann gebe ich dir den passenden Schrauber. Cool. Was ist das, was du da immer wirfst? Du meinst Happy den Hebel? Das ist mein Wurfhebel. Er ist mein einziger Freund. Hallo, Happy. Er mag dich. Kann ich den haben? Robert, willst du, dass ich vor Langeweile sterbe? Nein, natürlich nicht. Happy der Hebel, okay. Woher hast du Happy denn? Oh, ich habe ihn gefunden, nachdem die Seilbahn abgestürzt ist. Das war das Aufregendste, was hier jemals passiert ist. Du kannst es dir nicht vorstellen. Der Krach, überall Splitter, Scherben und Zerstörung. Klingt furchtbar.
Und aufregend. Manchmal ist mir so langweilig, dass ich am liebsten irgendwas kaputt machen würde. Einfach nur, damit die Leere verschwindet. Bist du mit Edna verwandt oder so? Hey, wie wäre es, wenn ich mir Happy eine Weile ausleihe? Ich meine, was mit ihm unternehme? Will er das denn? Natürlich. Ja, ich habe eben gehört, wie er gesagt hat, dass er mit mir mitkommen will. Junge, wenn du denkst, dass ein Hebel mit dir redet, dann solltest du dir ernsthaft Hilfe suchen. Hörst du öfter Stimmen? Ja. Nein, nur eine im Hinterkopf. Sie gehört Conroy und nennt mich ununterbrochen einen Versager. Versager. Ich hätte gerne diesen Hebel, bitte. Können Happy und ich einen Ausflug machen? Happy will nicht. Wenn du mir was anderes zum Spielen bringst, tausche ich vielleicht. Okay. Das ist ein Argument. Das ist ein guter Vorschlag. Die Leute scheinen Conroy auf einmal ziemlich zu mögen. Mein Volk hat mich schon immer geliebt. Ja, bla bla. Ja, ich weiß, das darf man nicht laut sagen. Aber der Typ kam mir immer wie ein Diktator vor. Ich habe das Beten gehasst. Das war das Einzige, das noch langweiliger ist als Arbeiten. Er war ein furchtbarer Mensch. Die Leute sollten dankbar sein, dass er weg ist. Oha, sag das bloß nicht zu laut. Ich wünsche ihn mir sogar manchmal zurück, wenn ich dran denke, was der Emil aus der Welt gemacht hat. Wer ist dieser Emil? Der Emil halt, ist als, ne? Baby ganz plötzlich hier aufgetaucht. Bumm, vor der Tür zum Kramladen lag er. Ziemlicher Eigenbrötler. Schon immer gewesen. Nicht, dass er nicht versucht hätte, sich hier einzufügen, aber ich mochte den nie. Hat immer aufgepasst, dass keiner zu viel Spaß hat. Alles schön ordentlich, das war sein Motto. Das war auch Conroys Motto. Vielleicht sein Sohn? Ein Mann nach meinem Geschmack. Den hätte ich sofort adoptiert. Ja, Emil mochte den Abt schon, als noch alle dachten, dass er nervt. Sowas. Was hat dieser Emil denn vor? Naja, so wie es gerade aussieht, versucht er Conroy wieder zusammenzubauen. Oh nein, ich muss mich beeilen. Willst du zu der Hinrichtung? Welche Hinrichtung? Hinrichtung? Jap, Emil will Conroy zu Ehren die Flötennasen opfern. Also alle, die er eingesammelt hat. Es sind wohl gerade noch Conroyalisten unterwegs, die ein paar Tröten jagen. Oh Gott, ich muss ganz schnell den letzten Windmönch finden. Ja, aber nicht in dieser Episode, weil sonst wird es ein sehr, sehr kurzes Let's Play. Diese Conroyalisten wollen tatsächlich Conroy wiederhaben. Hey, was wäre, wenn ein neuer Windmönch auftauchen würde? Keine Ahnung, aber wo sollte man den denn hernehmen? Du weißt auch nichts darüber? Darum hast du mal den Bekloppten auf dem Dach der Schererei gefragt? Der erzählt immer von Windmönchen. Ja, schon. Andererseits weiß ich aber nicht, wie viel man ihm glauben kann. Er ist ein bisschen durcheinander, seitdem die Seilbahn abgestürzt ist. Ja. Er war ihr Führer, weißt du? Ich frag mich, was da passiert ist. Frag ihn doch einfach selbst. Das haben wir schon, das hat nicht so viel gebracht, okay? Mach's gut, Molly. Mach's gut, Robert. Ja. Das ist jetzt die Frage, ne? Also wahrscheinlich können wir da wieder rausgehen oder können wir da jetzt nicht rausgehen? Aha, von innen geht die Tür auf. Ja, aber von außen geht's nicht mehr auf, oder? Ah doch, sie bleibt offen. Oder? Ja, sie bleibt offen. Sehr gut. Gut. Fantastisch. Dann haben wir jetzt nämlich zwei Dinge. Einmal das Seilbahnticket. Da ist eine nackte Asposierin drauf. Und das schaust du an, Ferkel. Ich bin's wieder. Wenn das der Emil wüsste. Hi, Conroy. Hi. Nein, das werde ich nicht sagen. Nein, nichts Neues. Wohl an, schätze ich mal. Wohl an. Gut, ich würde gerne die Seilbahn sehen. Geht das? Finger weg! Das Seilbahnmodell dürfen sich nur ausgewiesene Seilbahnliebhaber anschauen. Ja, aber ich bin doch einer. Kann ich dir das nicht zeigen?
Oh, ein Originalticket von der Jungfernfahrt unserer Seilbahn. Oh, ich sehe, ich habe einen echten Seilbahnliebhaber vor mir. Ja. Dann interessierst du dich sicher auch für mein hochdetailliertes Seilbahnmodell da hinten unter dem Tuch. Wirf ruhig einen Blick darauf. Gerne. Ah ja, so sieht das also aus. Das Modell ist so detailliert, sogar die Einstellungen sind richtig. Mit bloßem Auge kann ich da gar nichts erkennen. Was ist das? Eine Seilbahn für Ameisen? Banause. Kann ich es mitnehmen? Nicht anfassen, nur gucken. Nicht anfassen, nur gucken. Können wir es mit Kaugummi anspucken? Nicht anfassen. Das vielleicht? Nicht anfassen. Gut. Das bloß im Auge nichts erkennen, okay. Das kann ich bestimmt noch gebrauchen. Ah, können wir das austauschen? Wenn die gebogen wäre. Gebogen. Können wir in der Schererei was biegen? Was haben wir denn da noch? Nein, das brauche ich noch. Können wir vielleicht da noch rausgehen? Ah, da ist noch eine Socke. Das würde sicher niemand vermissen. Klar, aber ich wette mal, das geht nicht. Damit warte ich, bis meine Arme dreimal so lang sind. Gut, mein lieber Hack. Auftritt, Hack. Tada, eine Socke. Sehr gut. Der dreht da oben weiterhin seine Runden. Dann gehen wir mal wieder runter. Also ich weiß nicht. Vielleicht können wir jetzt bei der Seilbahn etwas mehr erreichen. Der Vogel. Windgabel. Vielleicht können unser Hack da mehr machen. Nö. Nein, das brauchen wir noch. Ein Gespräch von Vogel zu Vogel vielleicht? Vorsicht, flieg da besser nicht zu nah dran. Conroy-Kopf. Du wirst schon deine Gründe haben. Ich glaube, da muss man ein Ticket... Was du nicht sagst. Kannst du die wieder zum Laufen bringen? Oh, da ist nix. Da ist eine Windgabel. Können wir das da reinstecken? Gute Idee. Aber die wird sich noch nicht richtig drehen. Ja, ist okay. Socke. Hack, darf ich kurz? Oh. Ich meine ja nur, ich glaube, dass ein Windmesser etwas anders aussieht und, okay, fein. Die ist total löchrig. Ah, Moment, können wir... Naja, dann können... Nee, können wir... Das mache ich nicht. Das nähen vielleicht damit? Oder zukleben? Das mache ich nicht. Oder vielleicht... Mag der Vogel Käse? Nicht doch! Laura bringt mich um, wenn der was passiert. Der sitzt da auf dem Ei. Nicht doch! Laura bringt mich um, wenn der was passiert. Aber was haben wir denn?
Die Winden. Ah, das kann es aber auch nicht sein, oder? Winden und Zahnseide? Schrauben. Für die Schrauben brauchst du vor allem eins. Hände. Ja, das sehe ich ein. Gut. Liebe Leute, fürs Erste, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet auch morgen wieder ein, ab 18 Uhr. Servus und bis bald.